Moin miteinander. Ja, hallo Leute. Heute machen wir die Bremsen am Knubbel. Die rechte Seite habe ich fertig. Da ist die Trommel auch schon wieder drauf, wie man hier sieht. Und die linke ist ja auf. Da werden wir heute mal drauf eingehen. Ich habe heute auch mal das externe Mikrofon dran. Ich habe da gestern noch ein paar Tests gemacht und ich hoffe, man hört mich jetzt auch in Stereo und nicht in Mono. Ich wollte es eben nochmal überprüfen. Ich kriege keine Verbindung zu dieser Kamera hin. Was auch sonst. Vorweg, Bremsen ist immer ein Thema, sehr heikel. Es ist ein sicherheitsrelevantes Teil. Ich werde es heute zeigen als Vlog, ja, wie ich es mache. Was ihr daraus macht, da kann ich dann nicht zu. Es soll keine Anleitung sein, wo ich sage, ihr müsst es so tun. Ich mache es seit eh und je und ja, ich habe dann ein gutes, sicheres Gefühl dabei, wenn ich Personen auf diesen Trecker mitnehme. Wie gesagt, es geht natürlich immer besser, es geht immer schlechter. Manche Leute verwenden Popnieten, das mache ich nicht. Andere kloppen es nur mit dem Hammer breit, andere nehmen Dorn, andere nehmen Körner. Es gibt Former für diese Nieten. Diese kleinen Nieten liegen hier auf dem Tisch. Das sind die kleinen, ja, wie gehen wir mal ran? So, das sind diese kleinen Kupfernieten hier. Die kommen hier nachher durch die Belege durch, werden von der anderen Seite gestaucht. Und an diesem Deutz wurde das schon mal gemacht. Das sehen wir nachher. Weil die werden ja von außen durchgesteckt und von innen platt gedrückt oder platt geklopft. Ja, wie ich das mache, gucken wir uns gleich mal an. Ich hoffe mit diesem Mikro, dass es wirklich funktioniert, dadurch, dass wir die Kamera sehr oft drehen. Und genau. Wenn ihr Bremsen macht, besonders bei einer Trommelbremse, der Deutz hat wirklich eine ganz, ganz einfache Bremse. Wir haben einen Drehwirbel oder noch weiter vorne, wir haben natürlich das Pedal, wir haben einen Hebelmechanismus, wir haben hier eine Querwelle, wir haben hier eine kleine Schubstange und hier haben wir den Drehwirbel. Die Kraft vom Pedal wird nach vorne geleitet, dadurch wird dieser kleine Arm nach hinten bewegt, drückt diese Schubstange nach hinten, der Drehwirbel dreht sich nach vorne, bewegt hier Nocken und drückt die ja, Belege auseinander und drückt sie in die Trommel rein. Hier ist ein Fettnibbel, ein Schmiernibbel abgerissen. Das ist ungünstig, weil hier kommt immer Dreck rein und wenn die Drehwirbel fest sind, hat die Bremse halt auch keine Funktion mehr. Oder wenn man sie mit Gewalt ja, in Position tritt, dass der Schlepper bremst, dann bleiben die meistens außen und kommen nicht mehr zurück, weil der Drehwirbel klemmt. Das müssen wir auch machen. Hier muss der Schmiernibbel raus, da muss ein neuer rein. Hier ist keiner verbaut, was ich bislang gesehen habe, auch auf der rechten Seite nicht. Und was immer gut ist, bevor hier irgendwas zerlegt, ja, Männer haben ja so das Leiden, die ruppen erstmal was auseinander und danach sitzen sie und kriegen es nicht mehr zusammen. Macht euch Bilder, ja, macht euch Bilder, ein Telefon kostet kein Geld mehr. Filmt die Sachen, wo hier welche Fehler drin sind. Ja, vorne in Fahrtrichtung, wir gucken mal in Fahrtrichtung vorne. Sind die vorne zwei Federn, einmal innen, einmal außen, oder hier ist innen, da ist außen. Eine ist hinten, quergespannt, die ziehen die Backen zusammen. Hinten ist noch so ein Exzenter, der die auseinanderdreht. Da sind die eingerastet und dieser Bolzen ist vorne. Dass hier vorne der Bremsbelag fehlt, ja, danke für die Kommentare. Wurde ja mittlerweile geschrieben, es geht einfach um die Bremskraft. Wären die Belege gleich lang, ja, ein- und auslaufende Bremse, ist dieser Trecker kaum kontrolliert zu bremsen. Die Bremse, die hackt wohl richtig hart rein. Ich habe sie bestellt bei Delegro in Holland. Die Bremsbelege sind hier auch unterschiedlich lang. Das hat man in der Packung gar nicht so gesehen. Sind aber, ich glaube, doch noch ein bisschen länger, als sie hier verbaut sind. Ja, hier ist ein Loch mehr verbaut. Und hier vorne fehlen dann irgendwie 5 cm. Ja, ich werde sie so verbauen, wie sie geliefert sind. Sollte es nicht funktionieren, Trommel runternehmen und sie nochmal abzuschneiden, ist ja kein Problem. So, ihr geht auf Stativ. Ich suche mal ein bisschen Werkzeug zusammen und dann werden wir mal die Belege auseinandernehmen, Gestänge aushängen und jetzt nach
fast 5 Minuten Gelaber. Fangen wir an, Leute. Ja, anfangen tun wir erstmal mit dem Gestänge. Das muss erstmal raus. Ich habe den Spinn schon mal rausgenommen. Hier werden einfach die, die Bolzen, die kommen jetzt einfach hier raus. Dann können wir hier den, ich stelle euch mal um, den Drehwirbel entlasten. Und der ist schon echt stramm, der ist echt fest. Der Schmiernippel hier, gucken, ob der rausgeht. Guck mal, da kommt sogar. Ja, der kommt raus, der kommt neuer rein. Ja, Fett, brauchen wir nicht drüber reden, ist nichts mehr da. Ist auch alles echt, es ist trocken, sieht man das so? In der Bohrung ist es alles trocken, der muss einmal gespült werden. Na, hier ist ja eine alte klebrige Masse, die muss dann nachher raus. Da wollen wir jetzt auch gar nicht so drauf eingehen. Das muss alles sauber gemacht werden, da muss frisches Fett rein. Und dann kann man mit frischem Fett das alte rausdrücken und dann bewegt er sich auch meistens wieder. Und sie dürfen kein Spiel haben. Also wenn die hier ausgeschlagen sind und man hat hier ein Höhenspiel drin, dann überträgt sich das natürlich auf die Bremse. Bremse bremst nicht gleichmäßig und genau, das wollen wir nicht haben. Dann haben wir in dieser Bremse, wie gesagt, macht euch vorher Bilder, macht euch ein kleines Video, wo welche Feder sitzt, wo sie gespannt sind hier über die Langlöcher. Haben wir hier zwei Federbolzen. Ja, ich hole mal kurz eine Lampe. Ich nehme mich mal kurz mit. So, Lampe holen. Ja. Hier haben wir zwei Bolzen, die sind durchgesteckt von hinten über der, das ist ja das Ankerblech. Hier sind zwei so eine Bolzen drin, die sind durchgesteckt mit so einer kleinen Feder. Die können wir jetzt einfach mit dem Schraubendreher nach hinten drücken und können diese Bolzen entspannen und somit ist die ganze Bremse eigentlich lose. Wenn wir dann noch die Federn aushängen, dann können wir die Backen auseinandernehmen. So, jetzt wird wahrscheinlich gleich wieder die Kamera im Weg stehen. Ich habe mir hier so ein kleines Werkzeug gebaut. Das ist einfach nur ein kleiner Haken, 4 mm Rundstahl. Vorne ganz scharf abgekantet, so sieht man das, und ganz schmal geschliffen. Einmal mit der Flex einen Einstich reingemacht, hin einen kleinen Knebel dran. Und damit kann man in die Bremsen rein, in die Federn, so, kann man den hier hinterhaken und kann damit die Federn auseinanderziehen, um die Federn auszuhaken. Die Federn gehen wirklich... ja, bescheiden. Viele machen das halt einfach nur mit, was ich das überhaupt, so, mit zwei Schraubendrehern, was natürlich genauso gut funktioniert. Auch die inneren, die drücke ich meist mit dem Schraubendreher hier einfach rüber. Die kann man so raushebeln. Das sieht dann ungefähr so aus. So. So. Die Feder ist auch raus, die liegt jetzt hinten drin. Kann man hier mit so einer kleinen Spitzhange rausholen oder holt sie erst danach raus. Die hängt jetzt natürlich noch unten in dem Träger drin. Ebenso die Feder hinten, die einmal rüber geht. Hier hängt noch eine drin. Dann nehme ich auch mein Werkzeug, hake den hier ein. Die hintere ist ein bisschen strammer. Kann die Feder aushaken und dann sind die Federn raus. Wie gesagt, das hier kostet kein Geld, ist in 10 Minuten gebaut. Man kann sich so eine Sätze kaufen, aber wofür? Es funktioniert ja. Ne? So, dann kann man die Federn rausnehmen. Die haben auch, sind die gleichen. Ich lege die immer gleich so hin, wie ich sie aus der Bremse auch rausgenommen habe. Und dann findet man den ganzen Kram auch wieder. Dann haben wir noch eine Feder, so, hier vorne, die dreht den Nocken zurück. Ja, die lasse ich auch drin. Das ist die Feder, die da, die zieht den Drehwirbel wieder zurück, den Nocken. Da müssen wir nochmal gucken, ob das alles gleichgängig ist. Hier vorne seht ihr schon, geht das Ding auseinander, weil die Federn jetzt raus sind. Jetzt hängt er nur noch über diese Bolzen drin. Verliert den nicht. Ja, legt euch den am besten beiseite, den letzten, der...
ist mir hier in der Werkstatt gefallen. Den habe ich gesucht wie ein Irrer. Was man dann noch machen kann, hier vorne fehlt jetzt der Belach. Und eigentlich ist das Einleuchten, hier vorne ist der Drehpunkt, hinten wieder eingerastet. Aber wie das halt so ist, ja, dann geht man zwischendurch noch Mittagessen oder trinkt einen Kaffee oder was weiß ich und weiß irgendwann nicht mehr, wo es vorne, wo es hinten. Ich habe hier eigentlich irgendwo Speckkreide liegen. Ich weiß es nur nicht wo. Ansonsten nimmt man einfach ein Edding. Ja, nehmen wir jetzt einfach mal so einen abgeranzten her. Man muss ja nicht die guten verwenden. Und dann mache ich hier vorne einfach ein Kreuz drauf. So, hier einfach ein Kreuz drauf, irgendwas draufmalen. Dann weiß man, alles klar, das ist die Seite, die frei bleibt. Kann man sich noch einen Pfeil raufmalen zur Not. Das ist Fahrtrichtung. Genau. Jetzt müsst ihr natürlich noch diese Federspangen hier raus, diese Haltebolzen, die den ganzen Krempel halten. Wenn das hier entspannt ist, ja, klappern hier so rum. Aber mit der Spitzzange hinten festhalten, mit der Hand gegenhalten, reindrücken. Dann kann man die so rausdrehen. Und dann hat man die auch in der Hand. Hier ist eine kleine Scheibe noch hinter. Die ist eine Seite abgeflacht. Die sitzt nämlich hier in diesem Belach drin. Packt die Dinger gut weg, kostet mittlerweile viel Geld. Und schon haben wir den ersten Träger raus. Dann, so Leute, das ist Echtzeit hier. Ne? Es kann ein bisschen holprig sein. Aber man möchte es ja schon zeigen und nicht die Hälfte wegschneiden. Ne? So, dann haben wir hier unten noch eine Spange, die nehmen wir raus. Und sollte das mit diesem Mikro funktionieren, man muss echt bei weitem nicht so schreien. Das ist echt mal angenehm. Das ist echt gut. So, den nehmen wir auch raus. Und jetzt haben wir hier die Mechanik frei. Das ist die Mechanik. Wir sehen, das ist eigentlich alles trocken. Wäre die Achse jetzt undicht, wird jetzt hier schon das ganze Öl rauslaufen. Hier wäre alles nass. Wenn die Achse undicht ist, da müsste man den hier trennen, zieht die ganze Steckachse raus, um an die Dichtung ranzukommen. Die sitzt hier vorne drin, dann wird hier das Öl rauslaufen in den Belach. Wir schmieren uns hier alles voll mit Öl, die Bremse wirkt nicht mehr. So, jetzt haben wir hier hinten diesen Drehexcenter, der hängt hier in so einer Art Geschiebe drin. So, hier, da ist ein Lang noch drin. Da hängt so ein Bolzen drin, der wird hier einfach reingesteckt. Und durch die Bremskraft dreht er sich und drückt die Backen auseinander. Den legen wir auch schön so hin, wie wir ihn wieder brauchen. Es passt eigentlich alles nur einmal. Und ansonsten, wie gesagt, macht euch Bilder. So, jetzt können wir auch schon den Drehwirbel prüfen, ob der frei ist. Hier an diesem Hebel. Ja, er geht stramm, aber er dreht sich. So, den können wir rauflegen. So, ja, hier. Das ist schon mal gut. Ja, so muss das laufen. Ich mache das hier mit der Drahtbürste gleich alles mal ein bisschen sauber. Es ist echt trockener Staub, das ist gut. Den mache ich sauber, kommt neuer Schmiernippel rein, dass hier wirklich Fett reinkommt. Hier vorne kann man ein bisschen dran hin und her wackeln, ob hier Spiel drin ist. Wie gesagt, den müssen die vor langer Zeit schon mal irgendwann gemacht haben. Und die haben echt einiges dran gemacht. Das ist gut, das ist gut. Wenn man sowas kauft, was wirklich noch nie gemacht wurde, 70 Jahre alt, davon irgendwie 30, 40 Jahre wirklich hart rangenommen, ja, da muss man halt die Buchsen neu machen. Ne? Die Drehwirbel rauszunehmen, wäre jetzt auch nicht mehr so der große Akt. Man kriegt sie wahrscheinlich nicht rausgezogen, wahrscheinlich muss die Steckachse raus, dann muss man ihn aber eh lagern. Und wenn der ganze Krempel hier raus ist, das heißt Steckachse, dann macht man hier die Buchsen mit neu. Ja, bleibt mir zum Glück erspart. So, ich mache das hier mal sauber und dann werden wir gleich mal die Belege ausbohren und umnieten. Ne? Leute, bis gleich. So, der Krempel ist jetzt ein bisschen sauber gemacht und wir haben eine Seite von dem Belach eingespannt. Den Bohrer, den ich hier nehme, das ist ein kurzer Schaft, sehr gehärtet, die Wind nicht weg. Den nehme ich meistens zum Schweißpunkte ausbohren von Karossen. Das ist eigentlich Maschinenbohrer. Und da kann man jetzt hier diese Nieten ganz easy ausbohren.
Originale gehen besser, weil die halt sauber geformt sind. Aber dadurch, dass es hier Kupfer ist, ja, kann man die so locker wegbohren. So, ausgebohrt sind sie. Ja, die Köpfe sind jetzt alle weg. Da geht man jetzt einfach mit dem Schraubendreher zwischen. Wo haben wir einen? Hier kann man jetzt einfach mit dem Schraubendreher zwischen gehen. Man kann den Belach ja, so raushebeln. Man kann jetzt auch mit dem Dorn die ganzen Köpfe wegkloppen. Ja. Das ist auch so ein Ding, hört ihr das? Da, wo der Belach lose ist, fängt er an zu schwingen und deswegen quietschen Bremsen. Aber die müssen schon richtig sauber aufgenietet sein. Ich hole mal einen Dorn, sonst kriegen wir die, glaube ich, nicht raus. Wie man ihn runterholt, ist eigentlich vollkommen egal. Ab müssen sie eh. Die Nieten klemmen natürlich ein bisschen. Ja, manche wollen noch nicht raus, die müssen wir gleich noch ein bisschen nachhauen. Und die von der Handbremse sind mir so entgegengefallen. Die habe ich jetzt wahrscheinlich vernünftig sauber ausgebohrt. Und die hängen auch wesentlich mehr drin als in der Handbremse. So. Ja, warum wechseln wir die? Die sehen ja eigentlich noch echt gut aus. So. Aber die sind halt knüppelhart. Ja, die verhärten irgendwann. Dann brechen die. Klar, wenn man den anderen überstreckt, ist er auch kaputt. Aber hier gibt nichts mehr nach. Ne? Die sind wirklich hart. Die neuen. Ja, das ist eine ganz andere Nummer. Die Oberfläche ist wesentlich weicher, wesentlich griffiger. Und die hier haben eine richtig glatte Oberfläche. Man spricht immer so von Verglasen. Das hat man auch beim Auto, wenn man jetzt mit hoher Geschwindigkeit, mit warmer Bremse zum Beispiel durch eine Pfütze fährt, dann verziehen sich die Scheiben. Und die Belege kriegen dann meist auch einen so ab. Die müssen dann sehr lange rubbeln, um die Bremskraft wieder hinzukriegen. Die Oberfläche, die wird richtig hart, die glüht aus, die verglast. Kann auch sein, wenn Dreck drin ist und immer eine schleifende Oberfläche ist, bei hohen Geschwindigkeiten. Hier ist jedenfalls diesen tot. Deswegen macht man sie einfach neu. Den Belagsträger, die Nieten kommen jetzt natürlich noch raus. Die wird einmal nur ein bisschen sauber gemacht. Schleift da nicht zu doll mit der Flex dran rum. Ja, wir wollen da keine Wellen rein haben, wir wollen es nur sauber haben. Und genau, das werde ich mal machen. Mach die mal sauber, werde den zweiten eben noch ausbohren. Und dann nieten wir gleich mal neue rauf. Ja. Wie gesagt, Echtzeit. Und dafür geht das bislang echt gut. Dass der Drehwirbel auch so frei ist, das wundert mich. Das freut mich auch. Echt. Wieder ein bisschen Arbeit gespart, Leute. So Leute, der Träger ist sauber. Ich schleife da auch nicht mit der Flex dran rum. Mit der Flex schleift man sich da Wellen rein. Wellen heißt, wir haben keine hundertprozentige Anlagefläche. Anlagefläche heißt quietschende Bremse. Zu zweit geht das natürlich mal besser, das ist klar. Aber alleine kriegt man eigentlich auch alles auf die Reihe. Man muss es nur wollen und sagen, alleine geht nicht, ist doof. Nee, es geht schlecht, aber es geht. Hier vorne haben wir uns das markiert. Wir fangen beim Bremsenbelegen in der Mitte an. In der Mitte fangen wir an, dann nehme ich meistens mal so eine kleine Grippzange hier, befestige mir die, dass sie nicht abhaut. Nicht zu doll, wir wollen den Belach nicht beschädigen. So, und jetzt haben wir, nehmen wir mal die Kamera hier. So, jetzt haben wir hier den Belach, wir haben die Löcher, die liegen überein. Hier ist das Stück, was frei sein muss. Das ist natürlich das obere, in Fahrtrichtung ist hier vorne. Da stecken wir jetzt ein Niet rein. In die Mitte. So. Geht alles ein bisschen stramm, das ist auch gut so.
drücken den da richtig schön stramm rein und legen den jetzt kopfüber hier in einem Schraubstock eingespannten Dorn. So, passt da genau rauf. Das heißt, der Durchmesser ist genau der Niet oder diese Bohrung, dass er nicht weg kann. So, dann halte ich das hier irgendwie so ein bisschen mit dem Bauch fest. Dann habe ich hier so einen alten Körner, der richtig abgelutscht ist. Also der muss nicht mehr scharf sein. Der darf ruhig so ein bisschen, ja, zerkloppt sein. Ansonsten ein bisschen flach schleifen, dass wir nicht so eine lange Fläche haben, sondern wirklich eine Art Radius kriegen. Und da stauchen wir jetzt so den Niet mit vor. Jetzt haben wir so eine Art Trichter und der Niet weiß eigentlich schon mal, in welche Richtung er muss. Dann nehme ich einen großen Dorn, der wesentlich größer ist als der Niet. Halte ihn immer schön auf Spannung, das muss schon alles echt stramm sein. Und dann kloppe ich den schön stramm hier rauf. Spielfrei ist gut. Der staucht sich auch richtig schön zusammen. Und jetzt gehe ich auf die andere Seite und gehe dann nach außen. Na, dann haben wir schon mal eine Basis, die fest ist. Und wir kriegen hier das Spiel raus. Na, würde ich jetzt hier erst einen ranmachen oder hier, dann würden wir jetzt hier eine Welle schmeißen. Und hier hat er dann Luft. Und genau das wollen wir nicht haben. Ich versuche nochmal die Kamera irgendwie umzustellen. Genau, ich versuche die Kamera umzustellen, damit man das irgendwie von weiter weg mal sieht. Ich glaube, ich werde so ein bisschen mit Zeitraffer spulen. Wie gesagt, achtet wirklich auf die, ja, dass da wirklich kein Spiel drin ist. Die müssen wirklich richtig eng anliegen. Sonst fangen die Bremsen an zu quietschen, weil die haben keinen richtigen Grip. Es dauert, bis man das weggepuffert kriegt. Das ist das A und O. Sauberkeit und Disziplin beim Bremsen machen, Leute. Ne? Und ich glaube, ich muss den Akku mal kurz wechseln. Von daher ist eben Break drin. So, Belege sind drauf. Die habe ich hier liegen. Hier. So sieht es jetzt aus. Schön stramm reingenietet. Die Köpfe, ja, der eine sieht schöner aus, der andere nicht so schön. Die wurden halt schon mal gewechselt. Und wenn man die ausbohrt, bohrt man sich natürlich einen Trichter hier oben rein. Und es gibt Nietformer. Ich kann mal gucken, ob ich was finde. Verlinkt das mal unten rein. Die sind auch gar nicht teuer. Ich weiß gar nicht. 25 Euro ein kompletter Satz. Aber ja, ich mache das schon seit eh und je so. Wenn man Trommelbremsen hat, hat bislang immer funktioniert, von daher. Aber wie gesagt, jeder macht es anders, genauso wie die Montage. Wir haben hier bei der Bremse, hier haben wir so einen Hebel im ausgebauten Zustand. Der greift hier hinten einfach nur in so ein Langloch rein, hier. Liegt vorne einfach nur auf den Bremshebel. Ich habe jetzt einen neuen Schmiernippel drin. Habe das gerade alles schon abgefettet, lässt sich richtig schön leicht drehen, sehr gut. Die einen bauen den zusammen und schmieren sie ein, andere nehmen Kupferpaste, andere nehmen Bremsenpaste, andere nehmen Fett. Wie gesagt, das sind so ein Ding, da kann jeder machen, wie er will. Ich baue sie trocken zusammen, ich mache sie nur sauber, baue die trocken zusammen, weil der steht mehr als er fährt. Und Fett heißt halt immer ein Bindemittel für Dreck, wenn da Staub reinkommt. Staub und Fett ist reibt noch mehr, dann nutzt die Teile noch mehr ab, als wenn du es trocken zusammenbaust. Und so rieselt der ganze Dreck halt wieder raus, bevor er da ja, das Material abschmörgelt. Wie gesagt, macht jeder anders. Das hier ist halt meine Variante. Genau. So, die Montage. Ich knall euch jetzt mal auf Stativ. So,
könnt ihr von hier oben gucken. Ein bisschen runter hier. So. Sehr gut. Einmal kurz die Trennung rein. So, zweite GoPro. So, wir haben jetzt, die Montage liegt an. Sieht die andere GoPro was? Ja. Das ist jetzt echt Fummelarbeit, ne? Also wirklich, wirklich Fummelarbeit. Wie gesagt, Teile baue ich trocken ein, mache die nur ein bisschen sauber. Und auch von der Reihenfolge, wie gesagt, ich gucke eigentlich so gut wie nie in irgendwelche Hefte rein. Vertraue da eigentlich immer auf mich selbst. Und der liegt jetzt hier hinten an, hier unten. Dann haben wir diesen Ring hier drin. Und der obere Belag, der kommt hier rauf und liegt auf der anderen Seite an. Jetzt liegen die Belege hier auf diesem Flachmaterial. Und wenn er sich dreht, drückt er die Belege auseinander. So, was ist jetzt am klügsten? Erstmal die Federn reinsetzen oder erstmal die Montage spannen. Es fällt einem alles auseinander. Es ist Fummelarbeit. Ne? Und wie gesagt, jeder macht es irgendwie anders. Ich werde jetzt hier erstmal die Spangen reinsetzen. Dann kann man den ganzen Kram nachher so ein bisschen in Position drücken. Die haben wir hier. Die kommen hier hinten rein. Kommen hier einfach durch. So. Dann haben wir hier die kleine Unterlegscheibe mit der abgeschrägten Seite. Hier. Die kommt hier vor. So. Dann haben wir dieses Federblech hier, wo noch ein Spinnweben drin hängt. Da können wir hier nochmal so eine alte Bürste nehmen, machen das nochmal ein bisschen sauber. Und dann wird das einfach hier rüber gesteckt. Hier, Moment, hier durch. Einmal verdreht und dann hält das. Im Regelfall. Spitzzange. So. Beim Auto im Endeffekt dasselbe. Nur, dass wir hier halt keinen Exzenter haben, der auseinanderdrückt. Beim Auto haben wir hier oben ein Radbremszylinder, der Flüssigkeit kriegt, der drückt auseinander und spreizt die Backen nach außen. Im Endeffekt genauso, nur hier halt in Mechanik und sonst in Hydraulik. So, und das eiert hier alles so vor sich hin. Ja, das ist so. So. Es fällt auch immer alles ein bisschen auseinander. Ja, das ist ein Geduldsspiel, echt. Ist er richtig drin hier hinten? Ja. So. Ja, Federn. Hier müssen jetzt die Federn rüber. Da eignet sich wirklich dieses Werkzeug, das angesprochene. Den haken wir hier ein. So. Ziehen den einfach hoch. So. Meist noch einen kleinen Ruck mit dem Schraubendreher. Und dann sind die da drin. Ja, dann hält der ganze Käse schon mal so ein bisschen. Und sehr gut. Ja, die anderen Federn genauso, ist ein bisschen Fummelarbeit, die da einzubauen. Am besten man setzt sie irgendwie unten an, geht dann hier mit dem Werkzeug rein und versucht die dann da hochzuziehen, um sie erstmal mit der Nase darüber zu kriegen. So, schon ist die Feder drin. Klappt nicht immer beim ersten Mal. Kann auch mal hart in die Hose gehen, Leute. Echt. Belege hängen in Position. Wenn das mit den Federn einfach mal scheiße geht, Leute. Ja? Also es geht im Regelfall immer schlecht.
Lasst euch Zeit bei, probiert das 5, 6, 10, 15 Mal. Und wenn ihr kurz dabei seid, irgendwie irgendwas durch die Werkstatt zu schmeißen, geht einfach mal 5 Minuten weg, macht irgendwas anderes. Und oftmals geht es danach wie von Zauberhand. Die äußeren Federn sind oft nicht das Problem, die hier langlaufen. Die kann man mit so einem Werkzeug hier wirklich gut ziehen. Das Problem ist eigentlich mal die innere. Und ich fummel die dann so ein bisschen mit einer Spitzhange. Oh, Moment, mal ein bisschen sortieren hier. Mit einer Spitzhange hier durch, hakt den dann oben ein, dass er runterhängt. Und versucht dann hier mit diesem Haken hier schräg hoch zu gehen. Das sind meistens nur so 10, 15 mm, wo man die dann greifen muss. Das muss man dann von hier oben so ein bisschen einfädeln mit der Zange. Und dann könnt ihr den hier schräg durchziehen. Und dann einmal mit Druck nach vorne. Und dann ist die Feder auch drin. Genau, Federn sitzen. Hinten der Mechanismus, der sitzt vernünftig in Position. Na, hier sitzen ja die Belege drauf. Und genau, sitzt alles ganz gut. Hier vorne der Ring ist schön stramm drin, die Federn sind drin, die Halter sind drin. Das muss sich alles ein bisschen bewegen. Ich kann euch mal kurz aufs Stativ packen. So, hier aufs Stativ packen. So. Und werde jetzt mal die Bremse bewegen. Ich trete es mal für Bremse. So funktioniert die Bremse. Ja, er drückt den eigentlich exzentrisch auseinander. Und drückt sich somit in die Bremstrommel. Ja, die Bremstrommel. So, mal ein bisschen weggehen hier. Hier, Leute, kein Hollywood, ne? Wie immer. Bremstrommel. Viele fragen sich ja, wie hat er die Bremstrommel abgekriegt? Vorne sind 2 10er Gewinde drin. Da kann man mit einer Schraube arbeiten. Ich habe hier noch 2 Schrauben gefunden in 10.9. Eine 8.8 tut es auch. Macht da ein bisschen vorsichtig, wenn ihr die abreißt. Wäre blöd. Die kann man dann hier reinschrauben als Druckstücke oder Druckschrauben und zieht dann die Trommel ab. Bisschen darauf achten, ob sie eingelaufen ist. Ja, natürlich haben die Riefen, das ist klar. Aber hier ist doch kein Grat dran, nix. Ich weiß gar nicht, ob der mal neue Trommeln gekriegt hat. Und dann macht ihr hier schön den Anlageflansch, der muss sauber sein. Weil wenn hier Dreck zwischen ist, hier unten in dieser Ecke, kann die Trommel sich nicht vernünftig ransetzen. Und im schlimmsten Fall löst sich das Rad. Und dann kann man hier einfach die Trommel wieder raufstecken. Wenn die Belege entspannt sind, ja, klopft ihr gleich ein bisschen ran. Und dann ist das wieder schicki. Genau. Ich nehme da meist immer einen großen Hammer für. Wieder raus hier. So, ich nehme da meist immer einen Hammer für. Jetzt kein 5 Kilo Matic, da kann man ruhig mal einen Schonhammer nehmen. Das heißt einen Kunststoffhammer oder ich habe hier auch irgendwo einen Holzhammer liegen. Dann werden die da wieder ein bisschen rangeklopft und dann ist die Bremse wieder zusammen, Leute. Top, oder? Uhr ist jetzt kurz vor 12. Vormittag gedauert mit Kamera, wenn man alleine ist, pro Seite. Ich denke mal, wie 2 Stunden sollte man machen. Schaffen, wie auch immer. Genau. Ich suche mal kurz einen Hammer, Leute. Ja. Quer 20 Stücke liegen und immer wenn man einen braucht. Tja. Bremse ist fertig. Also Trommel raufkloppen geht natürlich auch nur, wenn die Trommel freiwillig über die Belege geht. Na, hier schön. Jetzt muss natürlich die Bremse noch eingestellt werden. Ja, hier liegt jetzt auf Anschlag oder fast auf Anschlag. Dafür haben wir links und rechts die Gewindespindeln, die wahrscheinlich auch vollkommen festgegammelt sind. Einmal links, einmal rechts Gewinde kann man hier lösen und kann das Gestänge einstellen, um die Mechanik weiter an die Trommel zu bringen. Das muss man jetzt natürlich noch machen. Und wenn ihr Bremsen macht und da kommen jetzt die Räder wieder rauf, ihr solltet auf alle Fälle die Radmutter nachziehen, weil das wird sich jetzt alles noch ein bisschen setzen. Durch das Ranschlagen, ja, es liegt schön an, aber die Räder nachher, wenn sie wirklich vor sich hin wackeln, brauchen nur ein paar Zehntel sein, dass die Mutter keine Spannung mehr hat und dann fällt euch das Rad irgendwann ab. Ist doof. Deswegen auf alle Fälle Radmutter nachziehen.
Ja, das soll es gewesen sein. Bremse machen. Es geht immer schöner. Wie gesagt, es geht auch mal schlechter. Jeder hat eine eigene Meinung. Jeder macht das irgendwie seit Jahrzehnten, wenn man die Leute hört, immer anders. Das ist eine Möglichkeit, die ich halt wirklich schon lange so mache. Auch damals an den Autos, wo es noch die Trommelbremse war. Heute ist natürlich die Scheibenbremse. Immer kurz nebenbei Handschuhe ausziehen. Es wackelt ein bisschen. So. Genau. Es soll keine hundertprozentige Anleitung sein. Ich möchte es nochmal betonen, Leute. Ja, es ist ein Vlog, wie ich die Bremsen wechsle. Wie es andere machen, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das kann, ob er sich das zutraut. Ne? Bremsen, ohne Bremsen, ganz schlecht. Genau. Ja, war auch ein bisschen trockener heute, Leute. Weil es nochmal so ein Tüdelmittwoch, so ein bisschen so vor sich hin schwallen und irgendwelchen Krempel hier zusammenschrauben, ist das eine. Bei sowas, so Bremse, Motor, was wirklich funktionieren muss, ist man selber halt auch mal ein bisschen angespannter, weil man den eigenen Kram natürlich machen muss und muss nebenbei noch erklären. Und ja, deswegen ist das immer so ein bisschen trockener, so eine Videos. Ja, Bremse ist abgeschlossen. Handbremse ist fertig, Fußbremse ist fertig. Ich werde das Gestänge jetzt noch losmachen und freigängig machen und dass ich es einstellen kann. Handbremse ist fertig. Ne, haben wir ja beim letzten Mal gesehen. Ja, die rastet sofort rein. Fußbremse ist jetzt auch geil. Die alten Belege, ja, sie waren optisch noch gut von der Dicke her. Ne, das sind hier die alten. Aber sie waren einfach hart. Ne, und hart lässt sich schlecht bremsen. Genau, so Leute, ich denke, das Video ist lang genug. Ich habe auch versucht, wirklich jedes Thema zu zeigen, anzuschneiden, wie man was irgendwie machen könnte. Ich hoffe, die GoPro hat durchgehalten. Ich hoffe, das Mikrofonsystem hat durchgehalten, dass es ein vernünftiger Ton ist. Genau. Und damit verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen schönen Samstag, Leute. Ja, mal gucken. Ich räume jetzt hier auf und vielleicht geht es gleich lückenlos in den Tüdelmittwoch rein. Das weiß ich noch nicht. Ansonsten, Leute, wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren, alles. Daumen hoch. Ja, Quoten, Daumen runter, nicht vergessen. Ja, gehören immer dazu, meine 6. Leute, wir sehen uns. Ciao.